Happy New Year, ein schönes neues Jahr wünsche ich euch. Die Börse ist ja noch zu, weil Feiertag ist, aber ab Montag geht es so richtig los. Und wie die ersten 5 Handelstage verlaufen, das zeige die Richtung fürs Gesamtjahr an, sagt mein heutiger Gast. Und er sagt auch, dass man im Januar eine besonders gute Rendite erzielen kann. Wie das geht und wie ihr dabei erfolgreich sein könnt, das besprechen wir heute bei Inside Markets X. Herzlich willkommen, ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist mir jetzt der Portfolio-Manager André Stagge. André, grüß dich. Erklär uns doch mal, wie diese Strategie funktioniert. Hallo Manuel und erstmal ein Happy New Year. Der Jahresanfang ist ja eben ein Zeitpunkt, wo man sich gerne über das Jahr entsprechend dann Gedanken macht, wo die Analysten auch sehr viel gute Ideen haben und wo man natürlich sehr viel diskutieren kann, wie das Börsenjahr wird. Ich habe mir gesagt, komm, wir schauen einfach mal die Statistik an und dieser Januar-Effekt, den man ja weitestgehend in der Wissenschaft auch erforscht hat, funktioniert so, dass wenn die ersten 5 Handelstage im Durchschnitt, also nicht jeder einzelne, sondern die ersten 5 Handelstage im Durchschnitt positiv sind, das zumindest historisch eine 89-prozentige Trefferquote hat, dass das Gesamtjahr dann auch im Plus abschließt. Also eine ganz einfache Statistik, fernab von allen Analysten und Meinungen, wenn die ersten 5 Tage positiv sind, dann sollte das Jahr auch im Plus zu Ende sein. Und du hast dir das ja sogar seit den 1940er Jahren angeschaut. Was kann man daran ablesen? Ja, hier siehst du das in der Grafik mal. Seit 1943 habe ich mir das angeguckt. Die Grafik hier ein bisschen aktueller. Auch in den letzten 20 Jahren hat es sehr gut funktioniert. Was du in diesem Schaubild siehst, ist, wenn der Graph quasi horizontal läuft, dann waren die ersten 5 Handelstage in diesem entsprechenden Börsenjahr in der Summe negativ. Bedeutet also, die ersten 5 Handelstage sind in der Summe ein Verlust geworden und deswegen wurde das ganze Jahr mit dieser Strategie nicht investiert. Dadurch wurden Jahre vermieden wie zum Beispiel 2007 und 2008, aber auch gute Börsenjahre wie 2015 und 2016. Das führt eben zu einer geringeren Volatilität bei ungefähr der gleichen Rendite und das macht eine gute Handelsstrategie aus. Der gleiche Ertrag wie im Gesamtmarkt auch, hier gemessen am S&P und das eben mit weniger Risiko. Also für mich eine wichtige Indikation, die ersten 5 Tage können eben entscheidend für das gesamte Börsenjahr werden. Im Januar kann man auch eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Wie geht das und wie kann man das ablesen oder erzielen? Das sieht man sehr schön historisch. Es gibt ja unglaublich lange Datenreihen, gerade hier im S&P oder auch im Dow Jones, der ja schon seit über 120 Jahren notiert. Und da sieht man eben, dass Dezember und Januar die besten Börsenmonate sind, zumindest rein saisonal. Und es liegt sehr stark an diesen Window-Dressing-Effekten, dass eben große institutionelle Geldanleger, die eben auch schuld an dieser Anomalie sind, die eben auch Privatanleger nutzen können, dass die eben tendenziell im Dezember und Januar die Kurse nochmal weiter nach oben ziehen und deswegen das ein guter Zeitpunkt ist, um auch Investments zu haben. Im Sommer sieht es da meistens nicht so gut aus. André, wir sprechen gleich weiter, wie Anleger das jetzt für ihre eigene Strategie nutzen können. Erst einmal schauen wir aber auf den Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Trading-Wissen vertiefen und verbessern wollt, dann schaut auf die kostenlosen Trading-Webinare der Trading House Börsenakademie. Und am 12. Januar geht es auch gleich weiter mit dem Webinar Rendite statt Risiko, André. Und das gibst du. Was können denn Anleger da mitnehmen? Was sind die Themen? Ja, provokanter Titel, Rendite statt Risiko. Aber es gibt eben immer wieder Kapitalmarktanomalien, wo ein Anleger tatsächlich mehr verdienen kann und gleichzeitig weniger riskiert. Darum wird es im Webinar gehen. Wir werden aber auch über einen Jahresausblick sprechen. Also hier nochmal ein bisschen über die Strategie hinausgucken, was uns im Jahr 2021 erwarten wird. Und ich werde auch Möglichkeiten vorstellen, wie die Teilnehmer sich eben zum Thema Börse ausbilden können. Und muss man da schon Börsenprofi sein oder ist das auch was für Anfänger? Definitiv auch für Anfänger geeignet. Wir werden alle Fragen beantworten. Das ist das Schöne in diesen Live-Webinaren. Wir können auch miteinander interagieren. Wir werden auch die Meinungen abfragen. Und ich lade jeden herzlich dazu ein, sich das kostenlos mal anzuhören. Du sagst schon kostenlos. Ist es wirklich kostenlos oder gibt es noch irgendwelche versteckten Kosten? Nein, keine Sorge, das sieht man ja in der Anmeldemaske auch, da wird keine IBAN und keine Kreditkarte abgefragt, sondern es ist völlig kostenlos, du investierst deine Zeit, aber ich denke, eine Stunde sich mit Finanzbildung zu beschäftigen, gerade zum Jahresanfang, ist eine gute Investition, denn umso mehr du über die Börse weißt, umso bessere Anlageentscheidungen kannst du natürlich auch treffen. Und es geht noch weiter im Januar, am 20. Januar nämlich mit dem Trendfolgesystem Bluestar richtig anwenden mit Ronny Bürger und am 17. Februar Börse für Einsteiger, das Webinar für jeden, der an der Börse agieren möchte mit Ronny Bürger und Wolf Dreistein.
Meldet euch am besten gleich kostenlos an unter trading-haus.de. André, jetzt hast du uns diese Januar-Strategien vorgestellt. Wie kann denn der einzelne Anleger das jetzt genau für sich einsetzen und so traden, dass man da auch möglichst erfolgreich mit ist? Also wenn du an diese einfache Statistik glaubst mit einer Trefferquote von 89%, finde ich es auch wichtig, die Kausalität zu verstehen. Warum sind denn eben die ersten 5 Börsentage durchaus wichtig für das gesamte Jahr? Und da vielleicht einige Argumente, also die großen Investmenthäuser dieser Welt, das große Geld, wie man so schön sagt, das folgt ganz bestimmten Investitionsplänen. Und wenn eben das Jahr gut anfängt, hat man hier größere Risikobudgets und kann die eben sukzessive im Jahr weiter investieren. Und daran kann man sich als Kleinanleger auch sehr gut orientieren. Man folgt also dem großen Geld, was eben klassisch hier trendfolgend unterwegs ist. Und gerade wenn das Jahr positiv startet, auch mehr Risikobudgets hat. Wie kann der einzelne Trader das nutzen? Nun, als Investor kann man natürlich langfristig zum Beispiel über einen ETF am Markt agieren und einfach das Jahr über long sein, so wie es die Strategie auch sagt. Oder wenn du Trader bist, kannst du diese Indikation auch nutzen, zum Beispiel, wenn die ersten 5 Handelstage positiv sind, eher Long Trades zu suchen, also eher auf steigende Kurse setzen. Und wenn die ersten 5 Tage negativ sind, ist es wahrscheinlich ein Jahr, wo du auch mit Short Trades, also mit fallenden Kursen, durchaus Geld verdienen kannst. Und damit bietet eben diese langfristige Analyse, die natürlich sehr, sehr einfach ist, trotzdem eine gute Indikation, wie man seinen eigenen Handel auch optimieren kann. André, jetzt wollen wir natürlich auch noch nach dieser Börsenwoche, wo der DAX ein Allzeithoch geschafft hat, von dir wissen, geht's so weiter? Wird das Börsenjahr 2021 auch wieder so ein gutes Börsenjahr? Ja, der berühmte Blick in die Glaskugel und ob jetzt 2020 wirklich ein gutes Börsenjahr war, das kann man auch differenzierter sehen. Viele europäischen Aktienindizes sind im Minus geschlossen. Der DAX hat ja mit 3% sich jetzt auch nicht unbedingt exorbitant gut entwickelt. Bei der Nasdaq sah es da anders aus. Ich glaube, dass auf jeden Fall eine Sache klar sein wird. 2021 wird das Jahr der Volatilität. Ich glaube, in dem Moment, wo das Thema Corona mit dem Impfstoff behoben wird, werden die Märkte eben wieder freigelassen, weg von dem Zentralbankdiktat und weg auch von der politischen Intervention durch Subventionen vom Staat. Und das wird dem Markt wahrscheinlich einiges an Unruhe bereiten. Da wird es wahrscheinlich mehrere Interessen geben, die sowohl kaufen und verkaufen wollen. Also ich glaube unbedingt an die Volatilität. Und wenn ich mich jetzt festlegen muss und die 5 Tage ja noch nicht kenne, aber ich würde schon eher vermuten, dass die ersten 5 Tage auch negativ werden und das Börsenjahr 2021 doch auch mal mit einem Minus schließen kann. André, viele Experten sagen immer, sie haben keine Glaskugel. Ich habe jetzt hier eine neben mir stehen, aber die spricht jetzt gar nicht mit mir. Wie finde ich denn raus, was ich da ablesen muss aus der Glaskugel? Ja, vielleicht mit einem Zauber beschwören oder ähnliches. Wie gesagt, am Ende weiß es keiner und das ist ja auch das Schöne an der Börse. Es verändert sich ständig. Es geht darum, gute Analysen zu haben, gute Strategien, denen zu folgen. Und dann brauchst du die Glaskugel eben nur zur Deko im Studio und dann brauchst du vielleicht gar nicht so sehr die konkreten Empfehlungen, weil am Ende ist es ja immer reagieren. Wer hätte auch 2020 gedacht, dass wir nach so einem Einbruch im März wieder so einen Anstieg sehen. Wichtig ist einfach, gute Strategien parat zu haben und damit am Markt dann auch zu investieren. André, danke dir. Wir werden auch dieses Jahr wieder viele Sendungen haben und dann ganz genau für die Anleger, für euch da draußen, die Märkte im Auge behalten. Danke dir und alles Gute für 2021. Und wir schauen jetzt auf die Top-Aktienempfehlungen der Tradinghaus Börsenakademie. Und wir schauen zuerst auf den deutschen Leitindex. Der DAX hat zu Anfang der verkürzten Handelswoche ein neues Rekordhoch markiert. Wer hätte das gedacht, als noch im März der Börsencrash durch Corona anstand? Ja, jetzt helfen die Corona-Impfungen, die angelaufen sind, und der Brexit-Deal. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Das könnte den Grundstein für eine Rallye-Ausdehnung in 2021 bis auf 14.500 Punkte legen. Andernfalls droht dem deutschen Leitindex unterhalb der Februarhochs eine fortgesetzte und volatile Seitwärtsspanne, die sich zunächst auf den Septemberhochs von 13.460 Punkten abstützen dürfte. Eine Positionierung auf der Long-Seite erscheint unter den aktuellen Umständen mittelfristig als sinnvoller. Und wir schauen auf die Deutsche Post. CEO Frank Appel zeigte sich sehr zuversichtlich für das Geschäftsjahr 2020, denn online boomt es und Paketzusteller haben mächtig was zu tun. Und die Analysten der Tradinghaus Börsenakademie sehen auch hier eine Longchance. Erst wenn der Widerstandsbereich um 41,34 Euro nachhaltig überwunden werden kann, wird auf mittel- bis langfristiger Basis ein Folgekaufsignal aktiviert. Dann kämen tendenziell Long-Positionen in Betracht. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 39,80 Euro vorerst allerdings nicht übersteigen. Da dieses Wertpapier tendenziell als defensiv gilt, sollten sich Anleger auf ein längeres Investment einstellen.
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten wünsche ich euch ein ganz tolles Jahr 2021. Klickt euch wieder rein bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.